Irgendwie, wenn ich da durchfahre, denke ich immer an so eine Eisenbahn-Achterbahn, da wisst ihr Bescheid. So was im Heidepark zum Beispiel, hier diese Eisenbahn da, keine Ahnung wie die heißt. Da fährt man ja auch durch irgendwie so einen Berg oder so und dann irgendwie, weiß ich nicht, ist. Erinnert mich immer daran. Vor allem auch mit diesem in die Kurve reinlegen, so. Das finde ich voll cool. Naja. So. Mann, ey, warte, ich nehme erst 1 Stunde 13 auf. Heilige Scheiße, das ist ja voll wenig. Da oben ist ein Supersprung, glaube ich. Habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich werde mal da hochfahren. Nicht, weil ich gerade eh auf dem Weg bin, sondern weil ich halt nur weil ich den schon gesehen habe. Oh, Werbetafel, oh, Werbetafel, oh, Werbetafel. Lyon. Schön. War da eben wirklich? Oder habe ich mich verguckt? Ich guck mal eben. Irgendwo oben auf diesem Dingsen da oben drauf. Ich schau noch mal. So, dann einmal drehen. Da oben leuchtet es doch. Also, meine ich doch. Ha, wie komme ich denn da hin? Ist bestimmt voll einfach und ich, na gut, ich habe auch noch nicht so viel geguckt, aber. Bestimmt hier durch. Natürlich. Dann habe ich den bestimmt auch schon. Aber selbstverständlich. Nee, doch noch nicht. Was? Was? Den hatte ich noch nicht. Der war ja super einfach. Ich bin ja auch mal gespannt, wie das neue Need for Speed Most Wanted wird. Das ist ja auch von Criterion, glaube ich. Ich hoffe, dass die da gut sein wird. Ja, dass das gut sein wird. Würde mich mal freuen, würde mich freuen, mal wieder ein gutes Need for Speed ja, zu kennen. Also, weil Need for Speed The Run war ja der größte Scheiß, den es überhaupt gibt von Need for Speed, und die ganzen alten oder die ganzen anderen aktuellen Need for Speeds, die finde ich auch nicht so geil, weil das, was finde ich an Need for Speed immer ganz geil war, also ab Underground, war irgendwie das Tune, das Aufmotzen seiner Karre nach Belieben, und das, ja, hat mir so gefehlt an den ganzen an diesen, wie heißt es, ne, an den ganzen Spielen. Das war ein bisschen, weiß ich nicht. Weil ich meine, so ein normales Rennspiel, wo man nicht mal frei in der Welt rumfahren kann, das kann man sich, da gibt es genug Simulatoren. Und vor allem auch genug, die eigentlich sogar noch besser sind als Need for Speed. Deswegen. Dann könnte man wenigstens das machen, dass man das Auto tunen kann. Dann hätte man wenigstens. Dann wäre es wenigstens cool. Gäbe es wenigstens ein Grund, das zu kaufen irgendwie. Weil es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich an Rennspielen richtig geil finde. Und zwar zum einen ist es ja, eine offene Welt, wie zum Beispiel hier bei Burnout oder halt auch bei Underground 2 gab es ja eine offene Welt, aber das haben sie auch irgendwann verworfen, warum auch immer.
Und das Aufmotzen seiner Karre. Das gibt's zum Beispiel hier nicht, was ich auch ein bisschen schade finde, aber es, na, es geht. Aber das hatte halt sowas wie, so ein Spiel wie, Most Wanted, da gab's beides. Und das war, es finde ich, mit das Geilste, wenn man, also wenn man beides hat, dann ist natürlich das, das ist so geil. Finde ich richtig cool, so. Naja. Wie gesagt, bin gespannt, was die mit dem neuen Most Wanted fabrizieren. Ich kenne da mehrere Busse, ne, nur einen Bus. Auf dem Lukasweg. Ach, weißt du was, bevor ich hier sinnlos hin und her fahre. Ich finde das bisschen komisch, dass dann auf einmal die Musik aufhört. Mal kurz. Nein. Bus. Dankeschön. Ja, supi. Die Kamera ist manchmal ein bisschen abfucking. Hallo, Herr Bus. Ich habe fast nur Busse, ey. Unglaublich. 10 Autos getroffen, davon 3 Busse. Oh, da fliegt ein Rad. Ja, auch nett. Und ein Schild. Lalalalalala. Ach, noch ein Schild. Ist ja cool. Meine Fresse. Aber das ist immer so cool, wie viele Autos dann auf einmal kommen. Ne? Also man geht in Showtime und schon kommen da 1000 Autos. Ich stell mir mal vor, wenn das bei einem Rennen wäre, ey. So ein Verkehr beim Rennen. Meine Güte, da würde man ja überall gegenfahren. Wäre aber irgendwie logischer. Also realistischer, meine ich jetzt. Weil klar sehe ich auch manchmal Autos oder nur so wenig Autos, aber das ist dann wirklich. Naja, wenn hier schon eine zweispurige, wenn hier schon eine, ja, eine zweispurige Straße ist, verdammt. Ach, das reicht so, sowieso schon. Ich habe fast normal das geschafft. Naja, so, und jetzt ist er schon längst geschafft. Also, wenn hier schon eine zweispurige Straße ist, dann könnte auch ruhig ein bisschen mehr Action hier sein. Gut, bei so einem einspurigen, ja, normalen Straßen. City mal einen eigenen Flughafen hatte, bis er nach einem schweren Unwetter im Meer versank. Was für ein Mist. Wie soll ich denn jetzt nach Tahiti kommen? Atomica mit gestutzten Flügeln bei Crash FM. Ah ja. Warum gibt es, stimmt, warum haben die eigentlich kein Dings hier eingebaut? Also die haben einen Flugplatz, aber halt keinen richtigen Flughafen. Hallo! Auf der Chaplane! Boah, ich bin nach da. Rums. Auch nur 250.000. Na ja, stimmt, im, hier oben in der, in den Bergen ist ja eh immer nur so wenig. Wir kommen ja auch wenig Autos eigentlich. Und über die wenigen Autos, die hier kommen, springe ich auch noch rüber. Ausgezeichnet. So macht man das. Halalala. Wow, erst 20 Autos gecrashed. Meine Güte. Ist ja super schlecht. Aber da kommt ein Bus. Ist ja gerade gehüpft. So ein bisschen. Kann das sein? Bus? Ja. Plötzlich tauchen da Autos auf und ein Bus. Einmal wieder auf die andere Straßenseite.
Spiel einfach mal, ich bin auf der anderen Straßenseite, ne, und die fahren erstmal total besoffen im Gegenverkehr. Naja. Rums, ey. Wenn ich stillstehe, dann verliere ich nämlich sofort ganz viel. Nitro, aber ich hab's eh geschafft. Da war noch ein Bus und vorne habe ich auch noch einen Bus gesehen. Naja. Aber wie gesagt, das reicht locker. Ein paar Mal reicht das.